Fans zoffen sich wegen Weihnachtsfoto von Sarah und Pietro Lombardi. Die kleine Familie Lombardi an Weihnachten vereint. Köln-Sarah Lombardi, 25, postet noch direkt an Heiligabend auf ihrem Instagram-Account ein Foto von sich, Alessio, 2, und Pietro Lombardi, 25. Selten reagierten die Fans so gespalten, denn Sarah bekam in den letzten Monaten in erster Linie Hasskommentare. Doch diesmal ist es anders. Erstaunlich viele User melden sich diesmal mit zahlreichen, freundlichen Kommentaren wie, ob wie süß die ganze Lombardi-Familie zusammen oder so schön frohe Weihnachten wünsche ich euch. Doch andere können es wie immer nicht lassen und posten auch an Weihnachten bitterböse Kommentare. Das ruft wieder andere Fans auf den Plan, die die Harte wütend beschimpfen. Na dann schöne Bescherung. Und so klingt das dann am Fest der Liebe, kann der Pietro mal ohne seine Scheißkappe auskommen. Lächerliche Haar hättest du gerne nachdem du ein 100 SCHW hattest, feiert doch einfach Weihnachten, ohne permanent Fotos zu posten. Sarah auf ihrem Instagram-Account. Oder auch, Hure, warum müsst ihr eigentlich ständig eure Familienangelegenheiten in der Öffentlichkeit austragen? So eine Show, sowie, wenn Petro ihr vergibt, dann hat er keine Ehre. Richtig heftig ist der Kommentar dieses Users, der sich an Petro richtet, du hast keinen Stolz, eine Frau geht niemals fremd, wie kann der Schwanz aus Versehen in der Fotxxx kommen? Auch knallhart dieser Kommentar, der sich an Sarah Lombardi richtet, da siehst du mal, was du verspielt hast. Selber schuld. Eine weitere Userin giftet, ein möchtegern Familienbild.